Oh je, sieh dir das an. Da kommt ein riesiger Tornado auf dich zu. Und er ist so schnell. Diese Wirbelstürme können sich mit verrückten Geschwindigkeiten von über 400 km/h bewegen. Und die Spur vom Tornado kann 80 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit sein. Manchmal sieht man sie deutlich kommen, in anderen Fällen können tiefhängende Wolken oder Regen sie verdecken, sodass sie sich anschleichen und man sie gar nicht bemerkt. Und in den meisten Fällen kann sich ein Tornado so schnell entwickeln, dass man nicht einmal rechtzeitig gewarnt wird und dann ist es schon zu spät. Und dieser wilde Sturm hier ist schon wirklich nah. Vielleicht habt ihr ein paar Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Habt ihr einen Keller? Beeilt euch. Oder vielleicht, ich weiß, das klingt verrückt, aber was haltet ihr davon, in einen Tornado reinzugehen und zu erleben, wie es sich dort anfühlt? Manche Tornados erscheinen als seilartige Wirbel, andere haben breite Wolken in Form eines Trichters. Und hier ist der zweite, direkt vor euch. Seht euch diese Wirbel an, die aus einem Gewitter raustreten. Sie reichen von den Wolken bis hin zum Boden. Oft kommt auch noch Hagel dazu. In den USA zum Beispiel gibt es etwa 1000 Tornados pro Jahr. Den Rekord hält Texas mit etwa 120 Tornados pro Jahr. Naja, auf so einen Rekord kann keiner stolz sein. Die meisten Wirbelstürme treten allerdings in Tornado Alley auf, einem Gebiet im mittleren Westen der USA. Warme, feuchte Luft aus Mexiko trifft hier auf kalte, trockene Luft aus Kanada. Diese beiden Massen stoßen aufeinander und verwandeln sich in einen starken Sturm, der dann Tornados verursacht. Die meisten Tornados treten dort zwischen April und Juni auf, aber in den letzten Jahren gab es auch schon welche im Dezember. Sie können nur ein normaler Staubsturm sein oder aber eine unglaubliche Kraft entwickeln, die Autos, große Bäume oder sogar Häuser wegträgt. Doch das hier ist eine einmalige Chance. So nah wart ihr noch nie dran, oder? Außerdem ist das ein gigantischer Sturm, den man nicht so oft trifft. Okay, bist du bereit? Er kommt näher. Spürst du ihn? Der Wind wird stärker und wirft dir Schmutz und Geröll ins Gesicht. Du schließt die Augen und schwupps, du bist drin. Das ist ja verrückt. Bösartiger Wind schleudert und wirbelt dich herum. Dabei hebt er dich hoch. Na, ist dir schon schwindelig? Fühlst du dich wie Dorothy aus Der Zauberer von Oz? Jetzt wäre es wohl eine gute Zeit, um zu überprüfen, was wirklich mit dir passiert, während du da drin bist und vom Wind umhergewirbelt wirst. Oh, warte, ist das das Motorrad deines Nachbarn, das sich um dich herum dreht? Bleib bloß weg von ihm. Lass uns kurz was klären. Mitten in einem tobenden Tornado könntest du tatsächlich überleben. Aber anlügen will ich dich auch nicht. Es wird nicht einfach. Das Erste, was du spüren würdest, wären die starken Temperaturschwankungen. Im Inneren dieses verrückten Sturms kann es 20 Grad kälter sein als draußen. Das liegt daran, dass sich das Zentrum des Tornadotrichters ständig dreht. Durch diese Drehung wird es im Inneren des Wirbels viel kälter und die Luft ist dünner, als man es gewohnt ist. Die Luft ist 20% weniger dicht als zum Beispiel in großen Höhen. Ich hoffe, du hast nicht vor, zu lange da drin zu bleiben. Disclaimer: Der atmosphärische Druck in diesem Wirbel ist so niedrig, dass deine Lungen nicht genug Sauerstoff aufnehmen können. Um dir eine Vorstellung von all dem zu geben, das Atmen in einem Tornado ist wie der Versuch, in einer Höhe von 8000 Metern Luft zu bekommen. Das ist Profiniveau, vergleichbar mit der Höhe des Everest. Also ja, man braucht Hilfe, um einfach nur normal atmen zu können. Kurz gesagt, du wirst wahrscheinlich schon nach ein paar Minuten ohnmächtig. Aber keine Sorge, ich habe dir diese Maske mitgebracht, sodass das Atmen kein Problem mehr ist. Hey, hast du bemerkt, wie gleichmäßig der Luftstrom von drinnen ist? Einige Sturmbeobachter gerieten in einen Tornado. Später erzählten sie, dass alles so chaotisch aussah mit all den tobenden Wolken und den wütenden Winden. Aber von innen ist die Luft erstaunlich ruhig. Das bedeutet aber nicht, dass man eine friedliche Fahrt erleben wird. Und alleine bist du da auch nicht drin. Das Motorrad des Nachbarn ist nicht das Einzige, was du dort sehen wirst. Holz, Ziegel, Glas, vielleicht sogar Autos, Kühe, Wohnmobile, Ziegel, Dächer und andere große Gegenstände. Du kannst von Glück reden, wenn in diesem Chaos nichts auf dich prallt. Bei all den Trümmern, die mit etwa 500 km/h aufgewirbelt werden, kann man kaum ausweichen. Aber sagen wir mal, es ist ein Wunder geschehen und du hast es überstanden. Jetzt ist dir wirklich schwindelig und du fragst dich, wann das alles vorbei ist und ob du überhaupt aus diesem riesigen Tornado wieder rauskommst. Der Tornado wird schließlich langsamer.
Das geschieht, weil kühle Luft in den Tornado eindringt. Nur weil sich Luft beruhigt, heißt das aber noch lange nicht, dass du dich entspannen kannst. Naja, immerhin dein Magen, denn all das verrückte Rumgewirbel ist vorbei. Aber wenn der Tornado aufhört, wird er dich aus jeder Höhe fallen lassen, in der du dich befindest. Wenn du Glück hast und auf dem Land bist, gibt es vielleicht einen weichen Heuballen, der deinen Sturz abfängt. Ach, nee, wir reden von einem Tornado, der bestimmt mehr als 14 Kilometer hoch ist, also funktioniert das nicht. Ich hoffe, du hast einen Fallschirm mit, denn es wäre jetzt Zeit, ihn zu öffnen. Nee? Keine Sorge, ich stehe auf Happy Ends, also helfe ich dir. So, jetzt geht's los. Und jetzt gleitest du langsam nach unten und genießt die Aussicht, falls du vor lauter Schwindel überhaupt etwas um dich herum siehst. Du fragst dich, wie das kommt, dass links ein klarer, sonniger Himmel zu sehen ist. Das ist nicht selten. Tornados bilden sich oft am Rande eines Gewitters. Das ist wie eine Grenze zwischen zwei Welten. Und es war nicht mal windig und die Luft war sehr still, bevor er zuschlug, oder? Auch das ist typisch. Okay, du weißt natürlich, dass es in der Tat unmöglich ist. Also wäre es am klügsten, schnell einen sicheren Ort zu finden, wenn ein Tornado in der Nähe ist. Hast du einen unterirdischen Schutzraum? Nutze ihn. Und wenn du keinen hast, könnte ein Keller die nächstbeste Wahl sein. Bereite einen akkubetriebenen Fernseher oder ein Radio mit frischen Batterien vor. Oder den Internetzugang oder ein mobiles Internetgerät, um die Nachrichten über einen Tornado zu erfahren. Packe auch einige haltbare Lebensmittel, Wasser und anderes Notwendiges ein. Einige Menschen wurden tatsächlich von Tornados erwischt und sie schafften es, sie zu überleben. Der Tornado schleuderte sie ohne einen Kratzer mehrere hundert Meter weit weg. Tja, manche Leute nehmen eine Menge Ärger in Kauf, nur um die Taxikosten zu sparen. Aber man weiß nie, ob man sicher ist oder wo man landet. Es wäre allerdings unglaublich schwer, aus großen und heftigen Stürmen wie den Superzellen herauszukommen. Das sind die stärksten und gefährlichsten Gewitterstürme. Und stell dir vor, du fällst in eine Wasserhose. Die könnte ja noch ganz harmlos sein, zumindest am Anfang, weil sie schwach ist und sich über warmem Wasser bildet. Sie könnte also ein Teil deines Wellness-Tages sein, zumindest bis sie ins Landesinnere zieht und sich in einen echten Tornado verwandelt. Staubteufel wären nicht so angenehm. Sie sind zwar nicht so groß, aber es handelt sich um Luftsäulen, die mit großer Geschwindigkeit rotieren. Und man kann sie leicht sehen, weil sie so viel Schmutz und Staub aufnehmen. Darum braucht man dafür auch eine Brille. Ups, Moment, die habe ich vergessen, also kann ich dir diesmal nicht helfen. Aber falls es dich beruhigt, sie sind nicht mit Gewittern verbunden. Kann man sich bei dem Thema überhaupt beruhigen? Na, egal. Aber wenn du bereit bist, dich in einen Feuertornado zu stürzen, besorge ich dir einen Anzug, der dich sicher durch Rauch, Gas und Flammen bringt. Das verspreche ich dir. Die Säulen hier sind schmal und steigen senkrecht in die Luft, also wie bei einem Staubteufel. Die Hitze ist unerträglich und die Aufwinde werden immer stärker. Wenn es genug trockenen Brennstoff gibt, wird aus einem Feuerwirbel ein echter Feuertornado. Er reicht vom Boden bis hin zu den Wolken und bewegt sich unglaublich schnell. Okay, hören wir auf, mir ist schon ganz schwindelig.